Herzlich willkommen bei VivoTerra hier und jetzt. Der Großvater und sein Enkel. Es war einmal ein Großvater, der schon sehr, sehr alt war. Seine Beine gehorchten ihm nicht mehr, die Augen sahen schlecht, die Ohren hörten nicht mehr viel und Zähne hatte er auch keine mehr. Wenn er aß, floss dem alten Mann die Suppe aus dem Mund. Der Sohn und die Schwiegertochter ließen ihn deshalb nicht mehr am Tisch mitessen, sondern brachten ihm sein Essen hinter den Ofen, wo er in seiner Ecke saß. Eines Tages, als man ihm die Suppe in einer Schale hingetragen hatte, ließ er die Schale fallen und sie zerbrach. Die Schwiegertochter machte dem Greis Vorwürfe, dass er ihnen im Haus alles beschädigte und das Geschirr zerschlage und sagte, dass sie ihm von jetzt an das Essen in einer Holzschüssel geben werde. Der Greis seufzte nur und sagte nichts. Als der Mann und die Frau einige Tage später zu Hause beisammen saßen, sahen sie ihren Sohn auf dem Fußboden mit kleinen Brettern spielte und etwas zimmerte. Der Vater fragte ihn, »Was soll das denn werden, Mischa?« Und Mischa antwortete, »Das soll eine Holzschüssel werden, Vater. Daraus werde ich dir und der Mutter zu essen geben, wenn ihr alt geworden seid.« Der Mann und die Frau sahen sich an und weinten. Ihnen wurde plötzlich bewusst, wie sehr sie den Greis gekränkt hatten und sie schämten sich. Fortan ließen sie ihn wieder am Tisch sitzen und waren freundlich zu ihm. Alles Gute, bleibt im Frieden und bis zum nächsten hier und jetzt.